Hey, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Und ja, in der letzten Folge haben wir das Luau-Fest gehabt, also das Hawaii-Fest. Und ja, haben Erfolg gehabt, dem Bürgermeister hat's geschmeckt. Ist ja schon recht, Bello. Hier, machen wir mal Feuer an wegen den Regen. Und es regnet. Ergo werde ich mal die Sachen hier lagern. Holz und Stein machen wir hier rein. So fein. Wir wollten, glaube ich, uns ein Silo basteln, oder? Oh, schaut mal, wir brauchen nicht gießen, aber die Melonen sind reif. Da reicht es, wenn man mit der Maus wie in so einem Kreis und Rechtsklick gedrückt hält. Also die rechte Maustaste. So. Brauchen wir die Melonen? Ja, wir brauchen eine Melone hier. Also, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist eine Blaubeere oder so. Schmeiße jetzt mal da mit rein. Und ich schmeiß jetzt die 5 goldenen und die 10 silbernen hier rein. Die heben wir auf. Die restlichen verkaufen wir. Weil wir brauchen das Geld. Ich wollte eigentlich für die Hühner ein Silo bauen, so viel ich weiß. Wow, Alter, der Blitz, der hat mich jetzt gerade ein bisschen verjagt. Wir gehen mal ganz kurz runter. Wir brauchen ja Lehm. Ja gut, zwei wilde Saat. Auf dem Braten ist auch nicht fett. So, hier haben wir ja beschlossen, soll der Hühnerstall hinkommen. Also habe ich die 300 Holz und die 300 Steine nicht so einfach im Inventar gehabt. Ich wollte wahrscheinlich das schon zusammenbehalten für das Silo. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Heute ist ein bisschen Hillopallo-Anfang. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Der Hund traut sich auch nicht aus der Bude raus hier. Okay, Lehm haben wir genug. Wahrscheinlich wird es uns jetzt das Kupfer das Genick brechen. Gucken wir mal. Einfach heute mal in den Regenwetter rumspazieren gehen. Und dafür sorgen, dass auch. Ne, wir wollten den Hühnerstall erst bauen und dann das Silo. Wo habe ich meine Öfen hin? Da oben habe ich meine Öfen hin. Ja, heute ein bisschen verplant, aber das kriegen wir schon hin. So, wir gehen ja mal hinter. Samstag ist, glaube ich, hoffe mal, dass da kein Sporttag ist. Ich verwechsel das immer wieder mit den netten Frauen hier in Stardew Valley im Pelikan Town. So, die machen sehr gerne an einem bestimmten Tag Sport. Ich glaube, das ist der Mittwoch, aber wir haben jetzt Samstag. So, ist sie da? Jo. Hofgebäude einrichten. Haben wir sogar alles da. Bauen. So, meine liebe Robin, du wirst jetzt bis auf eine Insel bauen müssen. Das tut mir jetzt nicht leid. Weißt du was, dann machen wir das gleich hier so ins Eck. Dann können wir gleich daneben ein Silo hinbauen. Okay, ich werde mal früh damit anfangen. Hab da einen vollen Hühnerstall zu arbeiten. Yay. So, dann haben wir das schon mal abgehakt. So, jetzt will ich einfach nochmal schauen, was wir brauchen, um. Also wir brauchen 5 Kupferbahnen, um was zu verbessern. Ja, das ist mir klar. Wir brauchen aber das so weit, dass wir die Baumstümpfe da bei den Hühnern weghauen können. Sonst haben wir ein Problem. Dann rennen die nämlich kunterbunt rum. Und das will ich nicht. Ihr wisst doch, Mülltonnen durchwühlen ist mein Hobby hier bei der Stadt. Ja, ist ja gut. Oh, Eigen. Gut. Schauen wir mal. Werkzeugverbesserung, was brauche ich da? 2000 Gold haben wir nicht. Aber Eweiß, ja doch, seht ihr, Eweiß 5.
Fünf Kupferbahnen. Okay, gut zu wissen. Und die Penny, die stellt sich unter das Vordach hier. Hallo Penny. Ich werde reingehen. Ich brauche nur einen Moment. Ich werde reingehen. Okay, die hat einen Sprung in der Schüssel. Warte mal, können wir was hier abgeben? Ja, die eine Rippe, die ich gefunden habe, die kommt hier hin. Und wir kriegen sofort eine Belohnung. Wer hätte es gedacht? Was kriegen wir? Okay, da haben wir aber schon mal was gehabt, auch nicht mit Nummer. Ein V-Tier-Skelett M und neunmal Blumenkohlsaat. Finde ich cool. Und wir haben auch hier Bücher zu lesen. Aber wie gesagt, ich will die erst lesen, wenn ich hier alle hier ab rumschwimmen habe. Auch wenn das dann wahrscheinlich veraltete Informationen sind, aber das ist mir egal. So. Bürgermeister ist ja nicht an seiner Hütte, also da kriegen wir einen Baumsamen, einen Ahornsamen. Und unser Inventar ist gleich voll. Yay. Oh, Mist. Ja, gut. Dann müssen wir irgendwas wegwerfen, was jetzt nicht so wichtig ist. Das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Das hier ist auch nicht wichtig. Ergo können wir jetzt das hier auch aufheben. Alter, wie viele Korallen hier und Seeigel hier angeschwemmt wurden. Dann nehmen wir normal. Oh je, die nehmen gleich die Überhand, oder? Die Muschel können wir zum Beispiel nicht mehr aufheben. Jetzt wird's schwierig. Dann schmeiße ich die eine Weintraube weg. Was war das denn? Ein Geräusch. Ah, jetzt wird's schwer. Ich verzichte auf die Muschel hier. Ich verkaufe die mal. Wenn der Willi noch offen hat, verkaufe ich ihm das schnell. Hi Willi, ich verkaufe dir mal das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. So. Aber 1666 Gold wieder gemacht. Jetzt kann ich unten die Muschel hier aufheben und wisst ihr was? Schauen wir mal nach. Brauchen wir die? Nö. Das heißt, die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Die schmeißen wir jetzt einfach in die Kiste rein oben bei uns bei unserer Farm. Aber eine Sache möchte ich nochmal gucken. Weil als wir da runtergegangen sind, ist mir was aufgefallen. Da ist nämlich was zum Sammeln gewesen. Und das würde ich gerne haben. Und zwar diese Blume hier. Da ist noch eine Blume. Alles, was Geld macht, kommt in die Kiste. Und alles, was man weiterverarbeiten kann, kommt in die Sommerkiste, Truhe. Ich schau mal rum, ob ich hier noch irgendwas mitnehmen kann. Also ganz ehrlich, wer will denn bei dem Regenwetter draußen sein? Ganz ehrlich. Wir machen hier mal das Feld sauber. Das gönnen wir uns jetzt einfach mal. Na, komm. Jetzt hört es auf zu regnen. Nee, oder, weil ich, als es jetzt hier heller geworden ist, dachte ich, das hat jetzt aufgehört. Ja, da schaut der Hinterhof. Ist ja auch noch dreckig. Machen wir auch mal sauber. Haben es die Kinder einfacher mit Spielen. Da ist auch noch was zum Aufheben. Schaut mal. Können wir gar nicht mehr aufheben. Ja, mal so faul sollte man auch nicht sein, mal seinen Garten zu pflegen. Okay, die Harry Potter Brille. Scheiß auf die Gräser, auf die Fasern. Die Harry Potter Brille kommt mit. Oder auch nicht. Mann. Ja, damit. Die Edelwicke. Stellt euch mal vor, ihr würdet eure Tochter Edelwicke nennen. Alter, das Mädchen wäre bestraft. Das wäre so bestraft fürs Leben. Weil, was könnte man jetzt gemeinerweise sagen? Edelwicke, sei doch nicht so eine Zicke. Sowas könnte man sagen, wenn man ganz gemein zu einem Mädchen sein will.
Das sollen jetzt keine Liebestipps sein. Ich bin nicht Dr. Bravo oder wie der Typ hieß. Das fand ich damals bei der Bravo Show echt extrem krass, dass es da eine Seite gab, wo man wirklich, wo sich wirklich einem Frau und einem Mann bereit hat gestellt, sich nackt zu fotografieren zu lassen. Und diese Hefte konnten sich Mädchen, Kinder und so weiter kaufen. Das ist schon extrem. Ich will die Weintrauben aufheben irgendwie. Habe ich das irgendwie das Bedürfnis, die aufzuheben? Die kommen hier rein. Bei Blumenkohl kommt in der Jahreszeit, so viel ich weiß, noch. Oh, das Faultier-Skelett. Das kommt einfach mal, damit man es auch schön sieht, hier hin. So. So, was ich jetzt wieder hier reingebe, ist der Stein. Ja, okay, wenn da Eisen drin ist, dann kommt das hier auch rein, das Holz auch. So. Mit denen kann man auch nichts machen, wirklich. Es gibt eine Belohnung, mit der kannst du was machen. Das ist so eine Art Block mit einem Tonsymbol drauf, also Musiksymbol drauf. Und damit kannst du Geräusche machen. Also so bing boing boing, bing boing boing, immer die höheren und tieferen Töne. Also das muss schon ein bisschen ordentlicher ausschauen, ganz ehrlich. Kann ich nicht so stehen lassen. Wenn jetzt ein paar Jungbäume draufgehen, ist jetzt nicht schlimm. Ey, mein Angelplatz will ich aber nicht verwuchert haben hier. Weg da mit euren Vectra. Das ist mein Angelplatz. Da habe ich auch noch was drin, oder? Ja. Ey, da habe ich überall Fischköder. Aber nicht schlimm. So, wir könnten uns jetzt... Doch, das machen wir auch. Wir hauen uns nieder. Wir legen uns hin. So, und weg da. So, da wir jetzt in Hofarbeit wieder ein bisschen gemacht haben, können wir jetzt Eisenzäune machen. Wir können jetzt das Eimachgefäß machen. Und wir können standardisiert das Hydrogel herstellen. Was sehr gut ist, die Eimachfässer werde ich auf jeden Fall in die Höhle stellen. Man könnte auch eine Lagerhütte bauen, wo wir sie reinstellen könnten. Ich glaube, ich wäre sogar die bessere Idee. So, was haben wir hier? Oh. Hallo Hori, ich habe eine gute Nachricht für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hässliche Flora und Fauna. Ich erspare die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Ganz auch diese leere Höhle dort drüben ein wenig weiter westlich in. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen, für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zu einem Anlock bestimmter örtlichen Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie einer besseren Kontrollierung Umgebung beobachten und kannst ernten, was auch immer sie hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse auslegen. Die Fledermäuse hinterlassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Fledermäuse. Alles klar, ich bereite alles sofort vor, sollte nicht allzu lange dauern. Danke, dass du mitmachst. Ja, kein Problem, alles für die Wissenschaft. Alles für den Dackel. So, was ist hier? Hey Kleiner, meine Kehle ist so trocken wie in den Wüstenknochen. Mich erdürstet etwas nach etwas hellem Bier. Hast du eins? Ja, da brauche ich aber erst die anderen Fässer. Es gibt nämlich, Moment, ich zeig's mal. Es gibt diese Fässer, die Eimachfässer. Dann gibt es nur, die sind noch so quer liegen. Und da kannst du Wein. Aber dazu fehlt halt noch was. Was brauchen wir denn hier? 50 Holz, 40 Stein, 8 Kohle. Uff, ich glaube, Stein haben wir genügend. Muss ich linsen. Also, Holz, Stein, Kohle. Uns fehlt halt ein bisschen Holz. Aber das beschaffen wir uns jetzt mal. So fleißig wir sind. Und da, schaut mal. Da ist wieder Hoffnung.
fertig, aber und die Blaubeeren sind fertig. Das heißt, wir können sogar zum Gemeinschaftszentrum dackeln. Nachdem wir hier das hier wieder gegossen haben. Versteht sich, und können ein Paket, ein Bündel einlösen. Also komplett machen. So. Zack. 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 Erstmal die unteren Sachen. Zack. 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 App. Stelle ich mich hier in die Mitte. Ich hoffe, es funktioniert. Die Bestätigung steht dabei, daraus, sieht dabei aus, wenn die Pflanze am Wackeln ist. So. Aber die Blaubeeren, die werde ich nicht alle verkaufen. Ich werde die Hälfte von den 87 verkaufen. Die andere Hälfte will ich behalten. Weil da kannst du, die kannst du in diese Weinfässer reinschmeißen und in die Einmachfässer. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass das da mehr, damit, dass da mehr Geld rausspringt. Also wie gesagt, die Hälfte davon verkaufe ich, die anderen behalte ich. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ja, da unten hämmert schon fleißig die liebe Robin rum. Ich würde gleich da, wo jetzt die blaue Truhe steht, den Baum würde ich sogar glatt stehen lassen, weil der schaut gut aus. Du aber nicht, du kommst weg. Sonst macht er das ganze Bild wieder kaputt. So, jetzt müssen wir genügend haben für ein Fass. So, und dieses Einmachfass würde ich eiskalt mal bei den Höhlen, bei den Fledermäusen mit reintun. Und dann brauchen wir aber auch noch eine Truhe. Also die Fledermäuse müsste man eigentlich hören. Ja, die sieht man sogar da schon. Da seht ihr, das sind die Fledermäuse. Dann stellen wir das eine Fass erstmal hier hin und hauen gleich schon mal eine Blaubeere rein. Dann blubbert das so. Das braucht jetzt, glaube ich. Also die Einmachfässer brauchen 3 Tage, bis sie fertig sind. Und die Weinfässer 2 Tage oder andersrum. Die brauchen 2 Tage, die Weinfässer brauchen 3 Tage. So. Dann wollen wir mal den Weg wieder machen, Schwebeschall. Den Weg frei machen, Schwebeschall. Ich und Sprüche, da brauche ich gar nicht anfangen. So, hier würde ich die Bäume aber nicht haben wollen. Weil sonst versperren die den Weg, die Sicht zu den Brettern da. Ändern da eins hin. Da eins hin, da eins hin. Aber nicht so direkt bei Eingängen von irgendetwas, weil dann ist das doof. Das ist einfach doof. Und ich brauche ja 50 Holz für eine Truhe. Ich habe halt immer gern so Truhen da, damit ich sagen kann, hey, da schmeiße ich jetzt die ganzen Sachen rein, wo ich in die Einmachfässer reinschmeißen kann. Sachen, wo fertig sind, die dann kann man dann erst dann ansammeln. Und man muss ja nicht jedes Mal, oh, das ist fertig, in die Kiste schmeißen. Oh, das ist fertig, gleich in die Kiste schmeißen zum Verkauf. Erstmal ein bisschen ansammeln, würde ich sagen. So, zack, Truhe. Ja, wir hätten jetzt noch eins machen können, noch ein Fass. Wäre sogar, glaube ich, profitabler. Aber ich hätte, wie gesagt, hier gern eine Truhe. Da kann ich mich jetzt die Blaubeeren hier reinschmeißen und den Hopfen. So, meine Lieben, dann ist diese Folge erstmal vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und man sieht sich in der nächsten Folge von Let's Play Stardew Valley. Tudelü.